In ein paar Tagen ist Halloween und ich zeige euch in unserem heutigen Video, wie ihr ganz einfach diesen süßen kleinen Kürbis herstellen könnt. Für unseren Kürbis brauchen wir Fimo in den Farben Orange und Grün und beginnen werden wir mit dem Orange. Das rollen wir in unserer Handfläche und nehmen uns dann einen Zahnstocher oder so wie ich hier einen Nietstift. Alles was schmal und lang ist, können wir dafür verwenden. Wir drücken da so kleine Vertiefungen rein, die der Kürbis ja nun mal hat, und schauen dann, dass wir das von unten nach oben einmal komplett durchziehen. Wenn wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, legen wir unseren kleinen Kürbis beiseite und widmen uns dem Grün. Das wird später der Deckel des Kürbis sein, beziehungsweise die Ranken, die aus dem Kürbis-Oberteil immer rauswachsen. Wir machen uns jetzt eine kleine grüne Kugel ab, drücken die erstmal flach und rollen sie dann mit einem Werkzeug eurer Wahl, also wirklich was ihr daheim habt, rollen wir sie einfach platt, drücken sie dann vielleicht mit der Hand noch ein bisschen platt und setzen sie dann auf den Deckel unseres Kürbisses. Als nächstes rollen wir uns aus einem weiteren Stück Grün eine kleine grüne Wurst, so eine kleine Schlange. Die legen wir erstmal zur Seite, die wird gleich zur Ranke. Als erstes machen wir nämlich jetzt noch den Deckel fertig. Dazu holen wir auch eine kleine grüne Kugel, rollen die etwas längs und flachen dann eine Seite ein bisschen ab, dass sie so wie so ein Zylinder spitz zuläuft. Diese stecken wir dann auf die Platte und dann machen wir uns an die Ranken. Geht einfach hin, nimmt ein Ende der Wurst und rollt es mit Hilfe zum Beispiel von so einem Dotting-Tool zu einer kleinen Schnecke zusammen. Auf der anderen Seite dann auch. Und dann nehmen wir unsere Ranke und befestigen sie an unserem kleinen Kürbis. Danach habe ich noch eine zweite Ranke gemacht, die werden wir ebenfalls an unserem Kürbis befestigen. Als nächstes habe ich dem Kürbis noch ein paar Details verschafft. Und zwar habe ich mit einem Pin kleine Macken und Kerben in den Deckel gemacht. Einfach weil ein normaler Kürbis ja auch nicht ganz glatt ist, sondern auch so kleine Fehler hat. Danach habe ich unseren Pin in den Kürbis gebohrt, der wird auch während des ganzen Backvorgangs drin bleiben. So muss ich ihn nicht mehr am Fimo anpacken und verhindere es, dass ich ihn irgendwie nochmal verforme. Hier habe ich mit meinem Dotting-Tool einen kleinen Mund geformt, einfach so ein Zickzack-Muster, damit der Kürbis auch schön gruselig aussieht. Und dann ging es für 30 Minuten in den Backofen. Nach dem Auskühlen habe ich zuerst ein kleines Gesicht aufgemalt und als das auch trocken war, habe ich mir ein bisschen Fimo Glanzlack genommen und habe den Kürbis rundherum einmal eingestrichen. Ich persönlich finde, dass dieser Lack das Fimo-Stück immer noch mal ein bisschen mehr aufwertet. Wenn euch der kleine Kürbis genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, genau hier auf dem Button, oder ihr schaut euch eins der anderen beiden Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!